Hallo Leute! Das ist jetzt gerade mein zweiter Versuch, dieses Video zu drehen, denn ich habe dieses Video eben schon mal gedreht und habe ich aus Versehen die Karte formatiert. Schlau. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, war ich shoppen. Es ist ja gerade großer Sale überall. Und ja, ich bin fündig geworden. Leider auch ein bisschen zu viel vorher, weil ich nicht wusste, dass der Sale bald ist. Nächste Mal schreibe ich mir das irgendwie auf oder so, weil ich habe echt einige Teile auch zum Originalpreis gekauft, die jetzt halt ein paar Tage später teilweise im Sale sind. Deswegen hoffe ich, dass ihr da schlauer seid und vielleicht was für euch dabei ist. So, beginnen wir mit der ersten Sache. Oh Gott, das ist echt so traurig, dass ich jetzt nochmal drehen muss. Aber gut, und zwar habe ich hier diese Strickjacke bei Mango gekauft. Das ist auch das einzige Teil von Mango, aber ich habe mich direkt in die Strickjacke verliebt. Die ist halt so ein bisschen länger, so off-white, hat hier so Bömmelchen. Unten auch nochmal so, ja, Bömmelchen. Ist halt so ein bisschen länger geschnitten, aber nicht mega lang. Und ja, vom Muster, ihr seht es ja, ne? Ich muss es jetzt nicht erklären. Aber die fällt halt super locker, super schön. Hatte ich auch schon auf diesem Instagram-Bild hier an. Wie gesagt, eigentlich alle Teile seht ihr irgendwann früher oder später bei Instagram, wenn ihr wieder folgt. Also folgt mir da gerne. Und die hat übrigens 49,99 € original gekostet. Ich meine, dass die jetzt auch im Sale ist. Wie gesagt, ich versuche euch alles zu verlinken. Das war aber sehr ärgerlich, ja. Weil das war natürlich kein Schnäppchen 50 €, aber ich habe mich so verliebt, dass ich auch ein bisschen Angst gehabt hätte, dass es die dann, wenn Sale ist, doch nicht gibt oder die mir nicht mehr da ist. Dann kommen wir mal zu Zara. Zara ist ja eigentlich so mit der beliebteste Sale, glaube ich, irgendwie immer. Und da habe ich hier einmal das wohl bekannteste Teil momentan gekauft. Und zwar dieses Blogger-Bluse, Blogger-Kleid. Ich weiß, dass die ganz, ganz viele auf Instagram schon gezeigt haben. Ja, ich fand die aber auch super schön. Die gibt es in diesem Altrosa-Ton. Hat hier so Raffungen, ja, fällt ganz locker. Und die gibt es aber auch noch in Grün und in Weiß. Genau, ich hätte eigentlich auch gerne Weiß gehabt, allerdings ist Weiß, glaube ich, nicht im Sale, sondern ist jetzt auch wieder im neuen Sortiment praktisch und kostet halt weiter 40 €. Im Sale kostet die 19,99 €. Und bei mir ist es halt wirklich eher eine Bluse. Es läuft auch unter Bluse. Wenn man aber kleiner ist als 1,65 €, denke ich, kann man es auf jeden Fall als Kleid tragen. Ich wünschte, ich wäre auch ein bisschen kleiner, weil ich finde es eigentlich als Kleid ein bisschen cooler. Aber ja, es fällt locker und süß und ja, ich freue mich, das schon zu tragen. Dann die nächste Sache ist schon speziell. Ich bin gespannt, wem das gefällt und wem nicht. Ihr könnt mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und zwar ist das hier diese Bomberjacke mit diesem Tropenmuster, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, die sieht halt so aus, fällt auch ziemlich locker. Und die kostet ursprünglich 49,99 €, also auch 50 €. Das finde ich schon ziemlich viel. Die ist jetzt aber gerade im Sale für 29,99 € und da habe ich wirklich gewartet, bis der Sale anfängt, weil ich mir schon dachte, dass die so speziell ist, dass die nicht direkt ausverkauft ist. Und ich finde sie aber cool. Ich weiß nicht, ich habe manchmal Bock auf sowas und dann packt es mich und dann, ja, freue ich mich darüber, dass ich die gekauft habe. Dann als nächstes habe ich bei Zara noch diese Shorts gefunden. Das ist so ein relativ festes Material. Weiß, seht ihr ja, ist auch ein richtiges Weiß eigentlich. Hinten hat die so Taschen wie von so einer Anzugshose. Und vorne hat die halt so eine Schleife, sitzt so ein bisschen high-waisted. High-waist, ne? Ja. Und finde ich cool, kann man halt perfekt Crop-Tops oder Cropped-Shirts so anziehen. Finde ich richtig, richtig süß. Und ja, sitzt halt auch mega gut. Ist gar nicht durchsichtig. Und die kostet, glaube ich, original 19,99 €. Und jetzt im Sale, glaube ich, noch 12,99 €. Die habe ich nämlich damals noch zum Originalpreis gekauft. Dann ein Teil, nachdem schon so viele von euch gefragt haben. Und zwar ist es hier dieses Kleid. Ein Leinenkleid. Beziehungsweise eigentlich ist es ein Jumpsuit. Denn, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier unten sehen kann. Da unten drunter ist eine Hose versteckt. Genau, also das ist halt wirklich ein ganz, ganz dünnes Material, auch super durchsichtig. Aber man hat halt das Gefühl, dass wenn das hochwehen würde, dass man halt nicht sieht. Das ist echt richtig cool. Und hier vorne kann man das halt so binden. Hatte ich übrigens auch schon auf diesem Bild hier an, habe ich auch ganz viele nachgefragt. Das ist aber halt eher so ein Off-White-Ton. Ich glaube, das sieht man auch. Meine Wand ist halt anders weiß als jetzt dieses Kleid oder dieser Jumpsuit. Und ja, ist aber eins meiner absoluten Lieblingsteile. Kostet eigentlich ursprünglich, glaube ich, 40 €, ist jetzt aber, glaube ich, auch im Sale. Wie gesagt, ich verlinke es euch, ich guck mal. Habe ich halt auch noch zum Originalpreis gekauft. Aber schön finde ich es trotzdem. Dann bin ich auch noch bei Pull & Bear fündig geworden. Gibt es in Hamburg übrigens im Elbe-Einkaufszentrum, fragen mich immer wieder welche nach. Ansonsten halt auch online, da geht der Versand auch super schnell, auch versandkostenfrei. Ja, also das ist auch richtig easy. Und da habe ich hier diesen Zweiteiler gekauft. Das ist einmal die Hose, so eine lockere Hose. Und dann hier dieses Oberteil. Auch total süß mit diesem Knoten in der Mitte. Fällt halt total locker. Man hat halt so ein bisschen Bauch. Hatte ich auch auf diesem Instagram-Bild an.
Und ich hatte das noch zu den Originalpreisen gekauft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so genau, was ich bezahlt habe. Ich meine pro Teil 12,99 € und jetzt kosten die Teile nur noch 9,99 €. Und das ist halt alles Mix and Match. Also da gibt es noch andere Farben und Muster von und man kann da halt ganz kreativ sich sozusagen einkleiden. Das finde ich total süß. Und für heiße Sommertage ist so ein Outfit wirklich perfekt, weil es eben überhaupt nicht an der Haut klebt und total locker und luftig ist. Dann ein T-Shirt, nachdem ich auch schon ziemlich viele gefragt haben, und zwar dieses hier. Das ist so ein, ich weiß nicht, ich finde die Farbe irgendwie voll cool, dieses Grün. Das ist so ein Altgrün, so ein Grün mit so einem Graustich, ich weiß es nicht, wie man das nennt. Und ja, da ist halt so eine rote Ananas drauf, da steht drauf Pineapple Smoothie Love, have a nice time. Ja, finde ich auch mega süß, fällt halt total locker, so ein bisschen, ja, so ein bisschen oversized. Und das habe ich auch noch zum Originalpreis gekauft über ASOS. Geht es aber wie gesagt auch bei Pull & Bear online und im Laden. Und das ist jetzt glaube ich von 15,99 € auf 9,99 € reduziert. Genau, ich mag das T-Shirt wirklich sehr gerne. Apropos übrigens ASOS, dieses T-Shirt hier, was ich trage, Orange Soda. Danach habe ich auch schon ganz viel über Instagram gefragt in meiner Story. Das ist auch neu. Habe ich bei ASOS bestellt. Das ist auch von der ASOS Eigenmarke. Verlinke ich euch unten. Ich hoffe, dass es noch nicht ausverkauft ist. Aber ich finde, das ist voll das coole sommerliche T-Shirt. Macht voll gute Laune irgendwie. Und dann kommen wir nochmal zu Hollister. Da habe ich nämlich auch ganz viele nach diesem Cropped Pullover mit diesem Amerika-USA-Flaggenprint gefragt. Das habe ich nämlich auf diesem Instagram-Bild getragen. Und ja, danach habe ich so viele gefragt. Der kostet original 40 €. Ich bin mir sehr sicher, dass bei Hollister gerade alles im Sale ist. Auf jeden Fall haben die immer wieder krasse Sale-Aktionen, auch mit den Jeans und so. Und ich kann euch da übrigens nur raten, dass ihr den anprobiert, weil ich habe jetzt XS genommen, weil bei mir S halt irgendwie auch an den Armen zu lang war und auch überhaupt nicht mehr cropped saß. Aber man sieht halt, dass der halt cropped sitzen soll, also vom Schnitt alleine. Deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt, weil ich bin ja relativ groß und finde ich halt immer eigentlich fast blöd, XS zu tragen, weil es gibt ja Leute, die kleiner und schmaler sind und die sollten ja am besten dann auch halt da reinpassen. Aber wie gesagt, der soll ja auch locker fallen, also probiert den einfach an. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, oversized, ich will, dass es locker fällt und ihr nehmt noch eine Obergröße, das wäre irgendwie, glaube ich, ärgerlich. So, das waren jetzt alle Teile. Meine Haare sind komplett verwuschelt. Ihr seht, die meisten Sachen habe ich schon bei Instagram getragen. Also folgt mir super, super gerne bei Instagram und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr regelmäßig weiter Fashion Hauls sehen wollt. Ich finde halt mega schade, dass die auf YouTube so ausgestorben sind. Und schaut bei den Links unten in der Infobox vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!